Mach ich doch, Mann. Sie sind verletzt, geht der Kopf. Mach ich, mach mal. Dann glaube ich, können wir jetzt mal langsam vorgehen. Ja, soweit es geht, ja. Dass ich da durchschießen konnte, hat mich jetzt eigentlich schon ein bisschen gewundert, ne, weil... Kollegen, ihr solltet vielleicht nicht da vorne hingehen. Weil da macht jetzt ordentlich Wumms, ne? Ah, jetzt sind die da hingegangen. Jetzt muss ich nochmal neu machen. Mal sehen, ob es diesmal geht. So, einer nach dem anderen müssen wir hier ausschalten. Ein Russen nach dem anderen. Immer schön weiter alle Tür. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich könnte jetzt nochmal nach Rauch schmeißen, aber ich schmeiße jetzt nicht nochmal nach Rauch. Das ist ja nicht mehr. Zwei Gegner oder sowas. Okay, Bavio kann ich gerne mal eins schmeißen. Du bist verbündet. Glück gehabt. Opa, muss man mal in die Kapuze. Hab ich. Granaten haben die geschmissen. Warhammer, hallo, ist das schön? Okay, den geht der Treibstoff aus. Wow! Krasser Shit, Alter. Kommt der hier hoch und will mich prügeln? Panzer, gegnerische Panzer von Blum. Irgendwas Großes kommt da jetzt noch rum. Bomben los, wer denn? Ich will wissen, wer die Bomben schießt. Da, da. Okay, okay, okay. Alles, alle Bomben los. Genau, macht alles dem Erdboden gleich. Aufstehen hier nicht möglich. Achso, ist hier aber. Oh. Darauf habe ich gewartet. Der Eiffelturm fällt jetzt. Oh, der fällt in unsere Richtung. Oh. Oh, nur. Ah, okay, das sind zwei auf. Ja, die Unterstützung ist da. Und es regnet. Mehr oder weniger. Durch den Eiffelturm. Ich bin an Bord. Ah, war easy, ey. Ja, so ein dritter Weltkrieg in Paris ist schon geil, ne? Die Russen haben verloren. Hier, zumindest. Oder wir kloppen uns noch, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Auf jeden Fall ist der Eiffelturm schon mal kaputt. Und bleibt noch immer Paris? Uns bleibt immer noch Paris, so. Errungenschaft.
Hat uns ein Mann geredet? Sie reden immer. Wir haben Namen, Daten, Orte. Volk hat alles ausgepackt, sogar Fregator. Der Verdacht hat sich wohl bestätigt, Captain. Makarov macht sich schon neue Freunde. In 6 Stunden trifft er sich mit seinen Beratern. Das Treffen findet im Hotel Lustig mitten im Zentrum statt. Ich habe bereits ein Team für diese Operation, doch ich bezweifle, dass sie rechtzeitig dort sind. Aber ihr seid nah. Sehr. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Makarovs Versammlung mitten in einem Kriegsgebiet? Klingt ja toll. Zu viel Selbstvertrauen macht sorglos. Wir infiltrieren über 2 getrennte Routen. Soap, du und Yuri geht zur Kirche und übernehmen okay. Die Überwachung. Die Stadt ist abgelehnt. Jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird. Überlass das mir. Hallo? Me, Captain Price, du bist doch bei uns. Eigentlich wollte ich doch mit Yuri alleine, mit Soap alleine gehen. Und er wollte was anderes machen. Okay, die Boote als Deckung benutzen. So, viele Gegner. Unter die Docks. Bin ich denn jetzt eigentlich? Kann ich schneller schwimmen? Nee. Also wir sind auf jeden Fall in irgendeiner Ort, Stadt oder warum auch, wo Wasser ist. Oder nur hier ist Wasser, wie auch immer. Naja, die wissen schon, wenn man Leichen ins Wasser schmeißt, dass die dann alles vergiften. Naja, die Ratten freuen sich natürlich, aber... Ach, was ist mal da? Jupp, ich bin da, Soap. Was habe ich denn? Ah, ich habe ein schickes Gewehr mit... Ah, das ist doch was Schönes. Ja, ja. Moment. Habe Kontakte 20 Meter voraus. Vorsichtig. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. 5 zu Fuß. Scharfschützen auf dem Dach. Still halten. Mal sehen, was sie machen. Sie trennen sich. Muss unser Glückstag sein. Dann nehme ich aber das andere Visier. Okay. Hab ich noch nicht vor. Oh je, da kommen ja noch mehr. 4 Stück. Lauf du ruhig vor, Soap. Ich bleib da hinter dir, okay. So ganz unauffällig laufe ich hier lang. Ich sag an. Geld. Cool, also das, die Waffe hier ist cool. Okay, okay, okay. Also den Scharfschützen hätte ich das noch killen können. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. So, einfach nur laufen. Hast du das gehört? Feindlicher Konvoi. Bewegung, los!
dann mach die Tür auf. Ja. Mit Sicherheit, er hat direkt mit der Lampe auf mich gezeigt. Genau. Sie sind im Gebäude. Oh, das ist schon cool, wenn die im Gebäude sind. Schöner Rotpunkt, der macht auch alles in der Dunkel. Im Dunkle sieht man sogar dann noch den Red Dot. Okay. Sehr freundlich, die Herren. Ei. Du bist doch hier der langsame Mann. Warum soll ich ein schneller sein als du? Spielerbericht. Kommt denn das Fahrzeug hier? Mit Sicherheit nicht von da. Sieht nämlich nicht so aus, aber naja. Call of Duty ist ja nicht immer so, ist ja nicht immer so selbsterklärend, ne? Das ist ja immer sehr. Wow. Nur zwei Raketen hin und her. Gute Nacht. Langsam. Sekunde. Mehr als 20 Mann und sie haben Panzer dabei. So, Statusbericht. Von da. Keine Sorge, ich habe ein paar Freunde dabei. Hey, ja, dann los. Dann geh, ich warte doch nur auf dich, Mann. Juri, bist du das? Da. Also ich bin Juri, der Soap. Oh, komm, ernsthaft. Was soll denn das hier? Das ist scheiße. Also wenn ein Helikopter im Anflug ist, ist nicht so cool. Ich dachte, wir machen das im Stealth und nicht hier, also von der Möhre. Jo, Kollege. Wir haben mal unterschiedliche Rüstungen, weil der da gerade eben, der hat nämlich so einen Centurio-Helm gehabt von der Polizei. Und das sind hier die Standard-Russen wieder. Bumm, Panzer down. So, 3 nochmal drücken, bevor ich hier. Oh Gott, oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ist der Gegner? Nee, das ist doch. Okay. Oh nein! Okay, das sind ja wohl die Rebellen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich versuche da mein Bett. Wer ist das? Wow, okay, hier sind überall.
mal runter. Schön, dass ihr alle sterben geht. Das finde ich sehr. So, das MG. Und da ist noch einer. Oh, ich wollte mich gerade eigentlich hinlegen. Ja, das war dann wohl zu spät. Oh, schnell wechseln. Die lassen wir jetzt gerade mal alle krepieren. Wie in Russland, früher im Zweiten Weltkrieg. Okay. Wir kämpfen uns dann hier langsam, aber sicher durch. Das Auto brennt, das ist nicht gut. Ja, das ist schon besser. Jetzt kann man das Ding auch als Deckung nehmen. Brennende Autos dienen nicht so gut als Deckung. Ich bin schon oft gestorben. Das brennt sich ins Gehirn einfach. Guck hier lang. Nee. Doch hier außenrum. Innenrum. Außenrum? Innenrum? Je nachdem, wie man sieht. Meine Güte, was ist das denn jetzt hier für eine Armee, die wir hier haben? Diese Rebellenarmee. ETF. Schön, dass du da bist. Ich nicht. Ja, da kommt Panzer. Und dagegen haben die Rebellen wohl nichts. Jetzt sind wir hier im Museum. Komm, Rebellen, benutzt euren scheiß Raketenwerfer. Yo, Soap, hast erstmal deine Frisur gerichtet. Schon ganz cool. Was ist das denn? Ausräuchern? Die sind auch in der Granate gestorben. Okay, ausräuchern. Voll alle No-Scope, ey. Die anfanglichen. Wo sind wir denn hier? Naron, Banner, Investiga, Seska. Tschechien. Vielleicht bin ich in Prag. Ich glaube, ich bin in Prag, weil vorhin auf der Karte stand irgendwas von Pragua oder sowas. Toll, ein Panzer tötet eine ganze Armee. Okay. Okay, es sind drei Panzer gewesen, aber trotzdem. Hier sind noch welche. Oh ne, das sind Zivilisten.